zum Parlament Europaforum 2021. Schön, dass so viele politikbegeisterte Menschen heute ihre Mittagspause mit uns verbringen möchten. Insbesondere unsere Panelgäste aus dem Bundestag, Philipp Amthor, Dr. Franziska Brandner, Metin Hakverdi und Michael-Georg Klink, sowie Manuel Sarrazin für die Parlamentariergruppe der Europa-Union Deutschland, mit der wir jedes Jahr gemeinsam diese tolle Veranstaltung organisieren dürfen. Wir freuen uns wie immer außerordentlich über dieses Format, auch wenn es nun leider zum zweiten Mal nur virtuell in den Bundestag geht. Aber mehr dazu gleich. Sind Sie eigentlich gerade alle im Bundestag? Demjenigen, ja. Dann hoffe ich mal, dass das Bundestags-WLAN dem auch heute standhält. Und Michael Links schüttelt mit dem Kopf. Ich bin in Straßburg beim Europarat. Ich grüße Sie. Hallo. Ah, das freut uns alle natürlich sehr. Genau, erstmal ein paar Punkte vorab, bevor wir loslegen. Sie haben es gerade schon gehört, die Diskussion wird von uns live übertragen und für Dokumentationszwecke auch aufgezeichnet. Das heißt, mit der Teilnahme erklärt ihr, liebe TeilnehmerInnen, euch damit einverstanden, aber ihr könnt auch jederzeit natürlich die Verbindung beenden, falls ihr das nicht seid. Ton und Kamera sollten grundsätzlich ausgeschaltet sein. Genau, ich habe jetzt schon öfter mal von wir gesprochen. Wen meine ich damit eigentlich? Wir sind die jungen europäischen Föderalisten Deutschland, kurz JEF. Und wir sind eine überparteiliche, überkonfessionelle politische Jugendorganisation, die sich schon seit 1949 für ein demokratisch geeintes Europa einsetzt. Wir haben in Deutschland rund 4000 Mitglieder und sind Teil eines europaweiten Netzwerks von über 13.000 aktiven JEFFerInnen. Mein Name ist Julia Lühring, ich bin Beisitzerin im aktuellen Bundesvorstand der JEF und darf die Veranstaltung hier heute moderieren. Dabei unterstützt werde ich von Simon Petzold, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender bei uns im Bundesvorstand ist. Genau, hallo Simon. Jetzt, genau, da das geklärt ist, würde ich einmal kurz das Mikro abgeben für ein paar begrüßende Worte, zuerst von Manuel Sarrazin. Ja, vielen Dank, Jula. Auch von meiner Seite im Namen der Europa-Unions-Parlamentariergruppe herzlich willkommen zum Parlamentarischen Europaforum. Wir hoffen natürlich, dass in der neuen Legislatur, in welcher Konstellation im Bundestag auch immer, gemeinsam wieder real anbieten zu können. Wir, die Parlamentarier der Europa-Union, sind eine Gruppe von Abgeordneten, die Mitglieder der Europa-Union oder auch der JEF sind. Vor einigen Jahren erreichte uns mal ein Bürgerbrief, der uns beschimpft hat als parlamentarischer Arm einer verfassungsfeindlichen Organisation der Europa-Union, weil die Europa-Union die Vereinigten Staaten von Europa anstrebe. Seitdem sind wir stolz darauf, der parlamentarische Arm dieser Organisation zu sein. Ich möchte aber ergänzen, nicht nur der Europa-Union, sondern wir sind eigentlich auch der parlamentarische Europa-Union, der parlamentarische Arm der jungen europäischen Föderalisten. So viel für die Vorrede. Ich freue mich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen für die Diskussion zur Verfügung stehen und wünsche Ihnen eine gute Mittagspause mit angeregenden Gesprächen. Vielen Dank, Herr Sarrazin. Wir freuen uns auch, dass Sie unser verlängerter Arm sind. Und dazu wird jetzt sicherlich auch unsere Bundesvorsitzende Clara Föller noch mal was sagen. Ja, danke dir, liebe Jula. Herzlich willkommen auf jeden Fall auch von meiner Seite. Einmal ganz klar an unsere Panelistinnen und Panelisten und vor allem aber auch an Sie und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jula hat es ja eben schon gesagt, wir sind ein überparteilicher Jugendverband und als solcher streiten wir jeden Tag für Europa und für demokratische Werte und Prinzipien. Und genau deswegen ist uns auch klar, dass die Bundestagswahlen irgendwie immer auch Europawahlen sind, weil die Entscheidungen, die national getroffen werden, eben einen direkten Einfluss auf die europäische Politik haben. Als JEF, eben die seit über 70 Jahren sich für demokratische Werte und Prinzipien in Europa einsetzen und dass die gestärkt werden, wissen wir aber eben auch, dass es ganz, ganz viele Herausforderungen gibt, die sich nicht nur nationalstaatlich lösen lassen, sondern die auch europäisch gelöst werden müssen. Und gerade jetzt, wo der Bundestagswahlkampf eben eigentlich auch schon fast in der heißen Phase ist, schauen wir als proeuropäischer Jugendverband natürlich ganz genau hin und checken eben, inwiefern das denn dort auch berücksichtigt wird. Und warten auch immer noch ein bisschen darauf, dass hier die großen Bekenntnisse und die großen Ideen, wie das denn jetzt eigentlich in den nächsten Jahren passieren soll, wie dann Europa auch wirklich Einzug hält in die Debatte in Deutschland.
warten hier noch so ein bisschen darauf, was denn hier eigentlich noch kommen wird. Genau deshalb veranstalten wir derzeit eine Kampagne, die lautet Europa mitgedacht. Und darin werden wir eben insbesondere auf die Rolle Europas im Wahlkampf eingehen. Denn nicht nur wir, sondern auch insbesondere Brüssel schaut diesen September eben ganz gespannt auf Berlin. In diesem Rahmen wollen wir eben gemeinsam mit der Europa-Union und der Parlamentariergruppe vor allem auch junge Stimmen zu Wort kommen lassen und gerade jungen Menschen die Möglichkeit geben, mit Mitgliedern des Bundestags in Austausch zu treten und ihre Vorstellung über die Gestaltung der Zukunft Europas zu diskutieren. Genau, liebe Panelistinnen, liebe Panelisten, die Debatte hier soll heute also einfach die Zukunftsvorstellung von Ihnen, aber auch von Ihrer Partei für die Zukunft Europas und der Europäischen Union darstellen. Und insbesondere werden wir über die Zukunft der europäischen Innenpolitik und hier insbesondere auf Chancen und Erwartungen an die Konferenz zur Zukunft Europas reden, dann zur Außenpolitik übergehen, dann nochmal einen Blick auf die Asyl- und Migrationspolitik werfen und zuletzt auch vor allem das Thema europäische Klima- und Umweltpolitik diskutieren. Ich bin sicher und ich glaube, allen anderen geht es genauso, dass die Debatte heute eine sehr spannende sein wird und freue mich total und möchte hier auch gar nicht länger noch Worte verlieren, sondern gebe damit einmal zurück an Jula. Vielen Dank, liebe Clara. Wir kommen jetzt einmal schnell zu unseren Gästen. Sie sitzen alle im Europaausschuss des Bundestages und sind daher die perfekten AnsprechpartnerInnen für unser heutiges Thema. Ich gehe einmal kurz die Runde durch. Herzlich willkommen an Philipp Amthor, der schon das zweite Jahr in Folge dabei ist und seit 2017 als CDU-Abgeordneter für die Mecklenburgische Seenplatte Vorpommern-Greifswald im Bundestag sitzt. Und auch herzlich willkommen an Frau Dr. Franziska Brandner, seit 2013 Abgeordnete für den Wahlkreis Heidelberg und Sprecherin für Europapolitik der Bundestagsfraktion der Grünen. Sie sind auch schon zum zweiten Mal wieder hier, also auch danke dafür. Wir freuen uns auch heute, Metin Hack-Verdi dabei zu haben, der für die SPD im Bundestag sitzt und den Wahlkreis Hamburg-Bergedorf vertritt, sowie als stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe für europäische Angelegenheiten tätig ist. Und auch mit dabei ist Michael Georg Link. Sie sind seit 2017 wieder Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP Heilbronn und waren schon Staatsminister im Auswärtigen Amt, deutsch-französischer Beauftragter der Bundesregierung sowie aktuell eben auch europapolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Herzlich willkommen an Sie alle nochmal und ja, auf eine gute Debatte, würde ich sagen. Dazu noch ein paar Punkte. In den vergangenen Jahren fand das Parlamentarische Europaforum in Berlin statt. Jetzt sind wir zum zweiten Jahr wieder online organisiert, was der Veranstaltung so ein bisschen den interaktiven Charakter nimmt. Dafür können wir mehr Interessierte hier begrüßen online. Das ist auch nicht so schlecht. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mal ohne technische Probleme durchkommen werden, falls etwas auftreten sollte. Wir kennen das Spiel, alle einfach direkt melden. Trotz der festgelegten Themen möchten wir natürlich auch versuchen, Fragen aus dem Publikum hinzuzuziehen und möchten euch TeilnehmerInnen aus der ganzen Republik dazu ermutigen, den Abgeordneten Fragen zu stellen. Zum einen wurden uns da schon viele Fragen vorweg eingeschickt, die haben wir schon eingepflegt. Vielen Dank dafür. Und zum anderen können während der Diskussion jetzt auch Fragen über Menti eingereicht und darüber abgestimmt werden. Der Link ja, ist jetzt im Chat. Simon wird die Publikumsfragen da im Blick behalten und dann passende Fragen einbringen. Ich habe schon erwähnt, leider werden drei unserer Gäste uns etwas früher verlassen müssen. Sagen Sie dann bitte einfach kurz Bescheid, geben Handzeichen oder wie es dann am besten passt. Das heißt aber im Umkehrschluss eben auch für uns, dass wir nicht so viel Zeit haben und versuchen irgendwie möglichst präzise durch verschiedene Themen uns zu arbeiten. Das heißt auch, dass Sie nicht alle dieselbe Frage beantworten können. So, schon mal vorweg als Warnung. Ich würde sagen, wenn es jetzt keine Fragen gibt, dann können wir loslegen mit unserer Einstiegsfrage. Und geht jetzt einmal an Sie alle reihum. Und ich sage jetzt mal so in drei Sätzen. In einer idealen Welt, sagen wir mal, in der Sie politisch alles genau so durchsetzen könnten, wie Sie das wollen, wie würde die Europäische Union zum Ende der nächsten Legislaturperiode 2025 Ihrer Vorstellung nach aussehen?
Herr Amthor, Sie dürfen anfangen. Wie sieht denn die europäische Zukunft bei Ihnen aus? Ja, also das Positivste vorweg. Ich glaube, Sie haben heute Bundestagsabgeordnete im Gespräch, die durchaus unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Punkten vertreten, die aber alle pro-Europäer sind. Und deswegen wünsche ich mir vor allem, dass wir schon am Ende der nächsten Legislaturperiode eine gestärkte, krisenfestere Europäische Union haben, in der vor allem es gelingt, den Zusammenhalt wieder ein ganzes Stück weit voranzubringen. Wir debattieren ja immer viel über die Frage Europa der zwei Geschwindigkeiten. Wer geht voran? Ich glaube, das ist in der Frage rationaler Politiknotwendigkeiten auch richtig. Aber wenn man jetzt so ein bisschen das wünscht dir was spielt, dann würde ich mir vor allem wünschen, dass wir es schaffen, eher das Zusammenführende und nicht das Trennende zu sehen. Also, dass wir etwas mehr Gemeinschaft und weniger Gegeneinander in der EU erleben. Ich wünsche mir, dass wir dann auch nicht versunken sind in einer Legislaturperiode voller Strukturdebatten. Das lädt dazu immer ein, zu überlegen, wie ändern wir jetzt noch die Verträge und was geht noch. Ich glaube, wir werden gut, wenn wir die Dinge, die wir uns vorhaben, erreichen. Wenn wir in der Außenpolitik koordinierter auftreten, wenn wir es schafften, in den Ideen wie PESCO und andere mehr in der Verteidigungspolitik voranzukommen, wenn wir sehen, dass der Green Deal möglichst nicht nur Etikett, sondern auch Umsetzungserfolg ist und wenn wir es vor allem auch schaffen, die Idee Europas sozusagen als Werte und als Wirtschaftsgemeinschaft beides eben auch voranzubringen, den Binnenmarkt zu stärken und zu vertiefen, aber auch das Thema Rechtsstaatlichkeit groß auf die Agenda zu setzen. Das ist sozusagen der jetzt wenig konflikt- und sprengstoffreiche Teil, aber wenn man gefragt wird, was man sich wünscht für eine Legislaturperiode, dann ja hoffentlich auch vereint uns hoffentlich alle eher Erträge in der Sache und weniger Streit um des Kaisers Bart. Wundervoll. Vielen Dank, Herr Amthor. Frau Brandner, wie schaut das bei Ihnen aus? Es wäre fantastisch, wenn wir es schaffen würden, dass die Europäische Union zukunftsfester ist. Und der erste große Schritt, den ich mir dabei wünsche, wäre, dass die Europäische Union einen echten, sehr ambitionierten Green Deal auf den Weg gebracht hat und wir wirklich unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaften zukunftsfest machen. Also, dass wir die neuen Technologien haben, die an der Weltspitze stehen, dass wir dabei alle Menschen mitgenommen haben und europäisch ein tolles Infrastrukturnetz haben, sei es beim Verkehr, Energie, Digitales. Also, dass wir wirklich, ja, uns erneuert haben und zukunftsfest aufgestellt haben mit Blick auf Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur, Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist der erste große Wunsch. Der zweite ist, dass wir die Rechtsstaatlichkeit und die wirklich die Demokratie und Menschenrechte in allen Mitgliedstaaten gestärkt haben. Ich wünsche mir sehr, dass Orban die Wahlen in Ungarn verliert und ich hoffe, dass die Europäische Kommission wirklich jetzt endlich anfängt, überall konsequent hinzuschauen, wo Rechtsstaatlichkeit abgebaut wird und alle Parteien, die demokratischen im Bundestag, hier auch daran mitstreiten und ihre in jeweiligen Parteienfamilien dafür sorgen. Dritter Wunsch, das ist die große Aufgabe bei vielen Bereichen der Europäischen Union endlich den zweiten Schritt zu machen, nachdem der erste schon vor 10, 20 Jahren oder 30 Jahren gegangen wurde. Da geht es nicht mehr nur noch darum, den Status quo zu halten, sondern endlich voranzukommen. Ich sage mal Stichwort, ja, Freizügigkeit in der EU garantieren, aber endlich auch eine humane und geordnete Migrations- und Asylpolitik gemeinsam hinzubekommen. Das ist der zweite Schritt, der nötig ist. Weiterhin das Thema Steuerwettbewerb nach unten endlich in der EU aufzuheben, dass wir die Freiheit, die wir ja auch haben, damit begleiten, dass aber trotzdem alle sich am Gemeinwohl beteiligen und wirklich ihre Steuern auch zahlen. Und dritter Punkt, den Euro zu stärken. Wir haben den ersten Schritt getan. Auch dort, es fehlt die gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, hier voranzukommen. Und ein letzter Punkt, die Gesundheitsunion, die europäische, ja, wir müssen hier wirklich resilienter werden. Ich hoffe, dass wir in Zukunft weniger abhängig sind, sondern mehr diversifizieren, mehr auch in Europa wieder produzieren, damit wir uns nie wieder um Masken streiten müssen. Ja, das waren viele schöne Wünsche. Herr Haag-Verdi, wovon träumen Sie, wenn Sie an die Europäische Union denken? Ich finde die Punkte, die Franziska Brandner eben gesagt hat, das war schon ein Rundumschlag. Ne? Das war schon ganz okay so. Damit ich mich nicht wiederhole, will ich mal so das priorisieren für mich, was ich für super wichtig halte. Jenseits der Frage, wie wir den Rechtsstaatsmechanismus jetzt wirklich ins Laufen bekommen. Ja? Also da ist ja die Frage,
läuft das auf dem Papier so, wie wir uns das wünschen oder nicht. Und davon entscheidet sich auch wirklich, ob wir in der Frage weiterkommen. Ich wünsche mir natürlich da, so wie wir, wie die meisten hier in der Runde, dass wir das, dass das tatsächlich dann nachher am Boden auch Auswirkungen hat. Nicht nur übrigens in Ungarn, auch in anderen Staaten. Ich glaube, wir haben einen riesengroßen Erfolg erzielt in dieser Legislaturperiode. Und zwar den Eigenmittelbeschluss für den Recovery Fund auf europäischer Ebene. Ich weiß, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, von der FDP, einige zumindest von denen, da echte Probleme hatten, weil es da sozusagen, weil das ein Dogmenbruch war, sage ich mal. Ja. Und ich hoffe, dass das auch keine falsche Entscheidung war, dass das auch zu einem Erfolg führt. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten 4 Jahren in dieser Denke, die dem zugrunde liegt, den nächsten Schritt machen können, was die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion angeht. Wir sagen das immer, das hört sich immer sehr, sehr technisch an. Ja? Praktisch ist das so, wenn wir da nicht freiwillig einen Schritt weiter nach vorne gehen, einen weiteren Schritt nach vorne oder vielleicht sogar mal zwei Schritte nach vorne gehen in einer Legislaturperiode, werden uns diese Probleme einholen. Es geht um die zukünftige Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und es war oft in der Geschichte der Union so, auch unseres Landes, dass wir erst in der Krise diesen nächsten Schritt gemacht haben. Wie jetzt übrigens auch. Wir haben jetzt auch erst in der Pandemie uns getraut, diesen Schritt weiterzumachen. Ich wünsche mir sehr, dass wir keine super schwere Krise brauchen, um den nächsten Schritt in der europäischen Integration in Sachen Wirtschafts- und Währungsunion weiterzugehen. Das ist ich glaube, in der öffentlichen Debatte vollkommen unterschätzter Punkt. Denn das ist ohne das ist Handlungsfähigkeit in Zukunft überhaupt nicht möglich in Europa. 2 andere kleine Punkte, klein nur zeitlich, weil ich sie schnell formulieren kann, aber nicht weniger wichtig. Die EU-Erweiterung des Westbalkans ist eine strategische Frage, Friedensfrage des Kontinents. Völlig unterschätzt in der Prioritätenliste. Deutschland hat da eine Schlüsselrolle gespielt, auch mit unseren Partnern, insbesondere Frankreich und unseren niederländischen Freunden. Das müssen wir so weiter betreiben. Das Verfahren ist noch lange nicht am Ende. Es ist in unserem nationalen eigenen Interesse, dass dieser Prozess weitergeht. Und der letzte Punkt ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja Ausgänge gibt der Bundestagswahl, dass es da mehr als 2 Koalitionspartner gibt. Man stelle sich also außenpolitische Krisen der nächsten 4 Jahre vor. Das muss nicht immer Russland sein, aber ich habe so ein Gefühl, die sind auf jeden Fall dabei. Aber es können ja noch andere kommen, die eine Bundesregierung auch ein bisschen unter Druck setzen, ja, mit verschiedenen Parteien, die dabei sind, mit mehr als nur 2 Parteien. Da müssen wir alle zusammenbleiben. Das wird schwierig, auch mit einer galligen Opposition dann, egal wie die Bundestagswahl ausgeht. Ich glaube, dass außenpolitisch wir unter Druck geraten, was auch die innere Entscheidungsfindung innerhalb unseres Ladens angeht, den wir dann in die europäischen Institutionen tragen wollen. Das wird eine schwierige Aufgabe in den nächsten 4 Jahren. Und ich wünsche mir in einer perfekten Welt, dass wir das sehr gut hinbekommen und Europa die Europäische Union ein verlässlicher Partner für alle friedliebenden Völker der Welt ist, auch in den nächsten 4 Jahren. Großartig. Vielen Dank. Last but not least, Herr Link, geht Ihre Vision da in eine ähnliche Richtung? Die geht in eine sehr ähnliche Richtung. Natürlich gibt es ein paar Unterschiede, auf die komme ich gleich zurück, aber ich will noch ein paar Sachen ergänzen, die vielleicht noch nicht gesagt wurden. Mit 90%, das ist ja immer so bei der Europa-Union, sind wir auf gemeinsamen Grund, aber es gibt auch Unterschiede. Zunächst einmal, Ihre Frage war ja, was ist Ende der europäischen Wahlperiode? Was wünschen wir uns bis dahin? Ich wünsche mir, dass die EU bis dahin endlich die Brückenklausel aktiviert hat, die Passerelle und in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einstimmig abstimmt. Die Einstimmigkeit abschafft und endlich mit qualifizierter Mehrheit abstimmt. Das ist unglaublich wichtig, das sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist aber vor allem deshalb wichtig, weil wir ansonsten dem nicht gerecht werden, was zum Beispiel gerade Joe Biden den Europäern sehr, sehr deutlich im Stammbuch geschrieben hat. Er hat die EU aufgewertet durch den EU, er nimmt sie ernst. Manchmal habe ich den Eindruck, er nimmt sie ernster als wir selber. Und das ist ein ganz großer Appell an die, die bisher die Einstimmigkeitsregel hochhalten bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Die bremst uns wahnsinnig. Das Zweite, was ich mir wünsche, und wir sind ja wirklich beim Wünschen, aber ich kämpfe auch dafür, ist, dass die Zukunftskonferenz ein Ergebnis, also erstens, dass die Zukunftskonferenz verlängert wird. Der Zeitplan jetzt ist unrealistisch. Und dass es dabei am Ende rauskommt, ein Konsens, dass wir in einen Verfassungskonvent gehen, ob das dann vor den oder nach den europäischen Wahlen ist, das sei dahingestellt, realistischerweise danach. Denn mein Ziel wäre ganz klar und mein Wunsch wäre, dass die Europäische Union sich weiterentwickelt zu einem europäischen Bundesstaat, dezentral und subsidiär verfasst, aber endlich das Thema Staatlichkeit auch der EU angeht.
Denn seien wir ehrlich, solange das nicht geklärt ist, das Thema mit der europäischen Staatlichkeit, werden wir wieder und wieder und wieder und wieder Streit haben, zuletzt zwischen den Gerichten, EuGH, Bundesverfassungsgericht, andere Zuständigkeitskompetenzen, Gerangel. Also ich glaube, das muss dringend geklärt werden. Wo wir eher Unterschiede haben, ist bei dem Sicht auf das Thema europäische Schuldenaufnahme. Da sind wir ganz anderer Meinung als der Kollege Hagberti. Wir sind einig im Ziel, aber wir sind ganz unterschiedlicher Meinung auf dem Weg dahin. Wir sind als Freie Demokraten überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist und dass das die Ausnahme bleiben muss. Und auch beim Steuerwettbewerb, liebe Franziska, bin ich ganz anderer Meinung. Natürlich sollen große Multis Steuern bezahlen, Amazon etc., Google. Aber der Steuerwettbewerb, gerade zwischen den direkten Steuern, ist essentiell. Der muss bleiben. Hätten wir den nicht zugelassen, diesen Wettbewerb, hätte Polen, Lettland, Slowakei nie die Chance gehabt, sich nach oben zu arbeiten und wären immer abhängig geblieben von europäischen Strukturfondszuschüssen. Also wir stehen durchaus zum Wettbewerbsgedanken auch im Binnenmarkt. Aber das Wichtigste ist wirklich, wir sind ja beim Wünschen, das Wichtigste ist, dass wir vorankommen mit dem Verfassungskonvent, denn da stimme ich wieder mit den Kollegen überein, vor allem Kollege Hagberti hat es ja sehr schön angesprochen, wir müssen an die institutionellen Reformen auch ran. Wenn wir ehrlich sind, die EU, so wie sie jetzt mit dem Lissabon-Vertrag ist, erst 2007 ratifiziert worden, er ist gemacht worden am Anfang der 2000er Jahre, er wird für die nächsten 20 Jahre ist das oder 25 ist das nicht mehr das, was wir brauchen. Deshalb, wir hätten keine Angst vor Vertragsänderungen und vor einer nächsten Stufe der Integration. Im Gegenteil, wir kämpfen. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Zukunft. Das waren jetzt ein paar mehr Sätze als drei, aber es sei Ihnen verziehen, denn Visionen sollen ja auch groß sein. Sie haben dabei schon viele Themen erwähnt, auf die wir noch detaillierter eingehen wollen. Zum Beispiel eben auch die Konferenz zur Zukunft Europas. Das bringt uns nämlich dann auch direkt zu unserer ersten Frage, die Teil des ersten Themenblocks zur europäischen Innenpolitik ist. Und wir fangen auch mal wieder an mit Herrn Amthor. Nach langem Ringen hat nämlich die Konferenz zur Zukunft Europas endlich am 9. Mai begonnen. Wir haben uns alle sehr gefreut. Letztes Wochenende fand dann auch die erste Plenartagung statt. Welche konkreten Ergebnisse wünschen Sie sich von der Zukunftskonferenz und wie sollen Ergebnisse umgesetzt werden? Ja, also ich begrüße das Instrument zunächst sehr. Ich glaube, das kann für uns, und da bin ich im Grundsatz auch bei Michael Link, durchaus auch Antrieb sein für neue Reformen. Gleichzeitig bin ich durchaus immer etwas Euphorie gebremst bei solchen Institutionen, nämlich im Hinblick auf eine Frage, im Hinblick auf die Stellung der nationalen Parlamente. Das sollte kein Selbstzweck sein, aber wir müssen schon sehen, so wie die Europäische Union konstituiert ist, das kann man ändern, aber so wie sie jetzt konstituiert ist, erwarten wir natürlich eine starke Rückkopplung der Europapolitik auch an die nationalen Parlamente. Und wir müssen deswegen bei all solchen Formaten immer aufpassen, dass nicht sozusagen es nachher entsteht zu sagen, naja, es gibt dann eine wie auch immer geartete Bürgerbeteiligung als Demokratie erster Klasse. Und das, was die Parlamente machen, ist dann Demokratie zweiter Klasse. Das ist immer nur ein Stück weit meine Sorge, die sich aber nicht bewahrheiten wird bei der Zukunft Europas, bei der Zukunftskonferenz für Europa, weil sie, glaube ich, gut aufgegleist ist, wir auch gut vertreten sind, auch durch unseren Europaausschussvorsitzenden Gunter Kriechbaum, der das, glaube ich, nicht parteipolitisch, sondern im Sinne auch des Parlaments vorantreibt. Deswegen erstmal institutionell ein grundlegend gutes Instrument, nur etwas Euphoriebremse im Hinblick auf die Frage, dass jetzt nicht die Parlamente überspielt werden. Was die Frage angeht, Erwartungen, ja, bin ich bei Michael Link zu sagen, ich glaube, es gibt an manchen Stellen durchaus Bereiche, wo man sagt, da wäre eine Anpassung der EU-Verträge notwendig. Das nicht durch Zeitablauf, sondern durch veränderte Sachlage. Also klar, das ganze System des Lissabon-Vertrags stammt eher aus der Anfangshälfte sozusagen jetzt des vergangenen Jahrzehnts. Und deswegen, glaube ich, gibt es Änderungsbedarf. Aber wir müssen auch sehen, natürlich sind die Ziele einer Vertragsänderung in der aktuellen Konstitution schlecht zu erreichen. Da braucht es erst noch etwas Konsolidierung der EU. Und deswegen würde ich sagen, Debatten über Vertragsänderungen sind ein denkbares Ergebnis. Ich könnte mir das persönlich auch gut vorstellen. Sie sind aber kein Selbstzweck. Denn am Ende wünsche ich mir eher, dass die Ergebnisse der Zukunftskonferenz
handfest und umsetzbar sind und nicht sozusagen Ideenlaboratorium, wo man dann sagt, schön, dass man mal drüber nachgedacht hat und jetzt legen wir es in die Schublade, sondern wirklich etwas realistisch Umsetzbares. Das, glaube ich, wäre das, was für uns auch am meisten bringen würde. Vielen Dank für die Antwort. Ich habe von Simon Nachricht bekommen, dass es eine Frage gibt. Ja, genau. Ich würde eine Frage, die uns auch vorab erreicht hat, mit aufnehmen, die sich auch an die diskutierte Frage zu Vertragsänderungen oder eben was die Zukunftskonferenz erreichen soll, anschließt. Nämlich wird beschrieben, dass das Bundesverfassungsgericht der Vereinbarkeit europäischer Integration mit dem Grundgesetz kritisch gegenübersteht. In aktuellen Entscheidungen. Und daher die Frage, ich würde die gerne an Herrn Hack-Werdi stellen, ob Sie gegenüber Grundgesetzänderungen offen stehen, um eben diese Vereinbarkeit herzustellen oder, falls es nicht möglich ist, auch letztlich das Grundgesetz zugunsten einer europafreundlichen Verfassung aufzugeben. Wir waren eben schon bei Vertragsänderungen, jetzt sind wir schon bei Grundgesetzänderungen. Ich weiß gar nicht, was der Amthor dazu sagen wird. Nein. Also, Ich beantworte eine schwierige Frage. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich versuche sie zu beantworten im Rahmen der Debatte über die Zukunftskonferenz. Die Zukunftskonferenz ist eine verdammt ambitionierte Geschichte, wenn man bedenkt, was die leisten soll, wenn man das mal zu Ende denkt. Das soll keine groß angelegte Konferenz sein, wo man am Ende irgendwie einen DIN-A4-Zettel hat, der konzentriert ist, 4 Punkte, was wir machen wollen. Das ist deutlich mehr. Ja. Es soll im Prinzip auch durch das Verfahren selber, durch die Konferenz selber, auch einen eigenen Beitrag zur Legitimation der Europäischen Union leisten, der Institution. Ja, das ist also, um sozusagen auch die Rückkopplung mit der Bevölkerung herzustellen, um eine Revitalisierung auch der Entscheidungswege. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Und ich mache mir ehrlich, und ich bin keiner von denen, die bremsen will. Ich bin einer von denen, die vorne weggehen wollen, weil der Laden sonst auch nicht in Schwung kommt. Trotzdem muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht mit Anlauf Enttäuschung produziert. Das ist klar, ja, weil sich da viele schon das, was sie schon mal immer ändern wollten, in den Verträgen machen. Also die Lage ist so, wie sie ist, was die Vertragsänderungen angeht. Und das ist alles sehr schwierig, das ist ja auch bekannt. Ja. So, trotzdem dürfen wir natürlich nicht aufgeben. Vision über meinen Amtsvorgänger in dem einen Amt, das ich habe, ist Helmut Schmidt. Von dem stammt ja der Satz mit den Visionen, also der Bundestagsabgeordnete Helmut Schmidt, ja, aus dem schönen Hamburg-Bergedorf. So, und der hat den Satz so nie gesagt, beziehungsweise nie gemeint. Ja? Also wenn man mit ihm länger darüber spricht, wird er schnell sagen, das war eine doofe Frage von einem doofen Journalisten und ich habe eine doofe Antwort gegeben. Ja? So reflektiert er. Man braucht die Vision, weil man die auch braucht, um eine Richtung einzuschlagen und auch um Druck zu machen, um vorwärts voranzukommen. Trotzdem muss man da vorsichtig sein. So, und wir haben in den Fragen, die jetzt, um die konkrete Frage aufzugreifen, bei der Grundgesetzänderung, bei der gesamten Integrationsfrage, haben wir doch gerade einen Prozess in Deutschland laufen, der echt schwierig ist. Das merken wir doch. Also auch, wir haben jetzt gerade eine große Koalition. In Wahrheit ist das eigentlich eine Situation, die das sogar einfacher macht, ja, in der Frage. Ich kann mir das nur sehr, sehr schwer vorstellen. Trotzdem kann man auch mal die Frage der Verfassungsänderung stellen, wenn wir gute Ergebnisse haben aus der Konferenz, wenn wir uns Gedanken über die Zukunft Europas machen. Und dann auch, wenn wir Kompetenzen klarer verteilen wollen, insbesondere, wie ich ja anfangs anmerkte, bei der Wirtschafts- und Währungsunion, könnte man sich auch vorstellen, einen ganz konkreten Legitimationskatalog auch durch die Verfassung abzusichern, keine Frage. Aber wir brauchen da erstmal nicht nur in Europa, sondern auch in unserem eigenen Land, in unserem Land, da erstmal genug gemeinsamen Schwung, bevor wir da anfangen, Anträge zu stellen, die Verfassung zu ändern, weil das sonst natürlich noch mehr Enttäuschung produziert. Und das will ich nicht. Ich kann mir das vorstellen, ich weiß aber, und das habe ich am Anfang gesagt, wir haben eine lange Debatte geführt beim Eigenmittelbeschluss. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen von der Union. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei den Kollegen der Freien Liberalen, weil ich weiß, dass das schon so ein bisschen ans Limit bei denen gegangen ist. Mir ist das vollkommen klar, ja, und ich trete da auch nicht nach. Lassen Sie uns versuchen, da das als Erfolg zu nehmen, dass wir uns da einigen konnten und uns Ausschau halten, wo die Lücken sind, in der Zukunft, dass wir da noch weiter vorangehen können. Wenn wir jetzt mit Vertragsänderung und Verfassungsänderung und noch ein paar Wahlen, die dazwischen noch wären, übrigens nicht nur die Bundestagswahl, da ist ja noch irgendwo noch eine Wahl in Frankreich nächstes Jahr. Also wir sollten uns nicht
mit Anlauf überfordern und Enttäuschung produzieren, obwohl ich eigentlich ein progressives Vorangehen mir wünschen würde. Ich sehe aber, dass wir im 7-Parteien-Parlament bei uns derzeit, dass das ganz schwierig sein wird. Also ich freue mich auf viele fundamentale Erfolge aus der Krise, zum Beispiel was die europäische Gesundheitspolitik angeht. Ich freue mich auf Erfolge, was die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik angeht, weil einfach die Welt um uns herum nicht stehen bleibt und uns dazu zwingt, uns da zu bekennen. Und ich freue mich auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der wirtschaftlichen Integration, weil wir da einfach zu viele Challenges haben, auf die wir reagieren müssen. Wenn wir jetzt aber nochmal die ich-bezogene Frage nach der Verfassung stellen, ich glaube, das würde uns in der Debatte nicht gut tun. Obwohl ich eine schöne Liste hätte, was ich mir alles wünschen würde in einem neu formulierten Artikel 23, wenn ich missverstanden werde. Ja. Aber es wäre, glaube ich, wirklich too much in dieser Phase. Oh, super. Also wir haben schon über Vertragsveränderungen gesprochen, irgendwie als Einstiegsfrage. Das ist ja auch das Lieblingsthema von uns TFAInnen. Genau, ich würde aber jetzt, da wir beim großen Commitment gerade schon waren und bei den großen Fragen, vielleicht mal an Frau Brandner übergeben mit einer Frage zur gemeinsamen Verschuldung. Im vergangenen Jahr wurden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gemeinsame europäische Schulden gemacht. Sie haben da auch eben schon ein bisschen was zu gesagt, aber sollen Ihrer Meinung nach gemeinschaftliche Schulden in Zukunft fortgeführt werden? Oder war das eine einmalige Sache und warum? Ja, danke für die Frage. Erlauben Sie mir noch ganz kurz zu sagen für die Zukunftskonferenz. Unsere Vision, wo wir hinwollen, ist die Europäische Föderale Republik mit dem großen Merkmal, dass alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz gleich sind und die gleichen Grundrechte haben. Das ist wirklich ja auch unsere Antwort auf die Frage Rechtsstaatlichkeit, auf viele der Fragen, die wir vorhin diskutiert haben. Und wir freuen uns auch, dass es jetzt die Initiative von Herrn von Schirach gibt, für jeder Mensch, die große, die auch in Artikel 6 der Forschung schlägt, dass eben diese Rechte, Grundrechte der EU einklagbar sein sollen für alle Bürgerinnen und Bürger. Das ist für uns wirklich, wäre für uns der wichtigste Fortentwicklungsschritt, den wir da gerne gehen wollen. Und dann konkret präzise Übergang, qualifizierte Mehrheit, Transnationalisten, sage ich jetzt nur stichwortartig, braucht man nicht länger ausführen. Haben wir ja auch viel Einigkeit hier. Zu der Frage, ja, was die Europäische Union hat in dieser Krise richtigerweise die Krisenbewältigung nicht alleine der Europäischen Zentralbank überlassen, weil diese damit auch überfordert gewesen wäre. Außerdem gibt es die rechtlichen Beschränkungen, die haben wir ja gerade auch schon diskutiert, auch aufgrund von Karlsruhe. Von daher war es richtig zu sagen, wir gehen jetzt in die gemeinsame Strategie einer Anleihenpolitik. Ja, es ist ja eben keine Vergemeinschaftung von Schulden, also wir haften nicht für italienische Schulden, die Dänen auch nicht für unsere, sondern die Europäische Union als solche über den EU-Haushalt nimmt Anleihen auf und der europäische Haushalt wird sie auch zurückzahlen. Das halten wir für ein sehr sinnvolles Konstrukt. Jetzt ist dieser Wiederaufbaufonds eindeutig einmalig und begrenzt in seiner rechtlichen als auch zeitlichen Dimension. Wir glauben trotzdem, dass es auch in Zukunft einen Bedarf geben wird an vor allen Dingen europäischen Investitionen in europäische Infrastruktur. Weil das ist der, sagen wir mal, der Nachteil von dem Wiederaufbaufonds, dass er hauptsächlich in nationale Budgets läuft. Und die großen Infrastrukturmaßnahmen, die wir brauchen bei der Energie, also Energienetz europäisches, aber auch ein europäisches Schienennetz. Ja, wir wissen, Wasserstoff, die Stichworte kann man verlängern, dass wir hier weiterkommen, wenn wir gemeinsam europäisch investieren. Muss man das unbedingt über Anleihen finanzieren? Nein, man kann auch eindeutig die Einnahmen, die europäischen, erhöhen. Sagt man nur Stichwort Steuer, Dumping vermeiden, bei der Mehrwertsteuer, wenn wir uns da mal einigen würden auf den Vorschlag der EU-Kommission, könnten wir über 100 Milliarden im Jahr an zusätzlichen staatlichen Einnahmen haben. Michael, das ist noch keine Verzerrung, das ist einfach mal ein gescheiter Kampf gegen Betrug. Das ist, glaube ich, schon etwas, was nötig und möglich wäre. Wir sind der Meinung, dass wir uns präventiv besser aufstellen sollten, falls, man hofft es natürlich nicht, wir in eine andere Krise kommen sollten und dass wir dann nicht wieder von vorne anfangen müssten, sondern sozusagen präventiv ein ähnliches Instrument hätten, was man dann natürlich auch nur mit Zustimmung des Bundestages auslösen könnte, aber man da nicht mehr wieder in der Lage wäre, dass, sagen wir, die Orbán-Kaczynskis dieser Welt einen erpressen können, wenn man in einer Notlage ist. Das heißt, dieses präventive Aufstellen, Vorausdenken, besser darauf vorbereitet sein, das ist für uns schon ein Anliegen und eben eine stärkere europäische Fiskalpolitik.
Die kann, aber muss auf gar keinen Fall über europäische Anleihen finanziert sein. Ich sage trotzdem kann, weil bei sehr niedriger Zinslage, wir werden ja sehen, wie sich das weiterentwickelt, kann das auch das richtige europäische Instrument sein. Aber nochmal, um zu wiederholen, ja, es gibt auch eben neue europäische Einnahmemöglichkeiten. Da sind die Potenziale noch groß, Grenzausgleichsmechanismus etc., aber eben auch darüber hinausgehend. Von daher hoffe ich, dass wir den Euro stärken können, auch in dem Sinne, übrigens nicht nur für den internen Zusammenhalt, sondern auch für die europäische Souveränität. Wir haben es in den Jahren von Trump gemerkt, dass wir außen- und sicherheitspolitisch sehr limitiert sind, wenn wir keine wirklich internationale Leitwährung auch haben und dann de facto unsere europäischen Firmen amerikanische Politik umgesetzt haben gegen das europäische Interesse. Das konnte man keinem einzelnen Unternehmen vorwerfen, sondern nur uns selber, die ihnen keine anderen Wege ermöglicht haben. Da, finde ich, müssen wir vorbauen. Wir können alle hoffen, dass Biden und danach wieder auch Transatlantiker in den USA regieren. Ich würde darauf nie wetten. Und deswegen, finde ich, ist es auch echt eine außenpolitische Notwendigkeit. Stichwort Außenpolitik. Simon, gibt es noch eine Frage zur Innenpolitik, bevor wir weiter wandern? Ja, ich würde eine Frage zur Innenpolitik und so ein bisschen auch zur Rolle, die Sie sich selbst im Europaausschuss geben, aufnehmen. Und zwar würde ich die gern an Herrn Link stellen, und zwar, ob der Europaausschuss des Bundestags noch stärker in die EU-Gesetzgebung eingebunden werden sollte. Und wenn ja, wie? Also wir sind ja stark eingebunden und die Frage ist, wie nehmen wir das wahr? Ich könnte mir durchaus wünschen, dass wir da noch mehr Stellungnahmen zum Beispiel in gemäß Artikel 23 in EU-Angelegenheiten machen. Und da sind wir jetzt gerade zum Beispiel eben die beiden Oppositionsfraktionen, Grüne und FDP, sind wir sehr, sehr aktiv. Wir würden uns da wünschen, dass die Kollegen der Koalition da auch noch ein bisschen öfter mitmachen würden bei diesem Instrument. Das sage ich jetzt ohne irgendwelchen schräge Kritik anbringen zu wollen, aber gerade das Verfassungsgericht schaut eben sehr genau darauf, auch ob wir das ernst nehmen. Aber selbst ohne Karlsruhe, ich denke, das ist unsere Verantwortung. Andere Parlamente machen das mehr. Wenn man anschaut mal die Zahl der Stellungnahmen, die die nationalen Parlamente zu EU-Gesetzgebung machen, eine sehr interessante Statistik, da ist der Bundestag eben nicht sehr weit vorne, da sind andere sehr aktiver. Also EU-Ausschuss, er kann sehr viel, er könnte noch mehr machen. Und wenn Sie mir erlauben zu ergänzen zum Thema Grundgesetz, noch die kurze Anmerkung. Kein anderer als Andreas Voskuhle, dem man ja oft nachsagt, er sei sehr kritisch immer wieder gewesen zum EuGH. Von ihm gibt es ein sehr schönes Zitat. Er sagt, das Grundgesetz, das ist ein Zitat von 2008, das Grundgesetz verfolgt das Konzept einer offenen Staatlichkeit, einer nach Europa hin offenen Staatlichkeit. Und er hat dann später mal noch hinzugefügt, als er nach den Verfassungsgerichtsurteilen 11 und 12 gefragt wurde, wie hältst du es denn mit der Weiterentwicklung Richtung europäischer Bundesstaat? Und ich möchte den Begriff wirklich nochmal sagen, weil gerade bei den Jeffern ist das, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir kämpfen für diesen europäischen Bundesstaat. Dann hat er gesagt, ja, auch das Grundgesetz lässt einen europäischen Bundesstaat zu. Es muss natürlich an verschiedenen Punkten dann geändert werden. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Und auch Karlsruhe ist nicht gegen diesen europäischen Bundesstaat. Aber es weist halt eben darauf hin, und das ist vielleicht trotz aller Kritik, die man an der Wortwahl von Karlsruhe hier und da finden kann, darauf weist Karlsruhe zu Recht hin. Solange wir diesen Schritt nicht gemacht haben zum Bundesstaat, solange fehlt es Europa an Merkmalen der Staatlichkeit. Und da müssen wir, glaube ich, hin. Das soll keine unlösbaren Träume auslösen und es soll auch keine Enttäuschung auslösen. Ich weiß, die Enttäuschung ist immer schnell da. Nur wir werden früher oder später an diesen Punkt kommen, wo wir das machen müssen. Als wir die Parlamentargruppe der Europa-Union gegründet haben 2007, ich habe das damals gemeinsam mit Reinders Steenblok, Gunter Krings und Eva Högel, wir vier haben das damals gegründet 2007, schon damals haben wir unsere ersten Veranstaltungen genau dazu gemacht. Das war im Umfeld Lissabon-Vertrag. Und als wir dann gesehen haben, dass die Volksabstimmungen in Niederlande und Frankreich gegen den Verfassungsvertrag ausgegangen waren, war die Enttäuschung groß. Aber ich erinnere daran, damals hatten wir einen Verfassungsvertrag auf dem Tisch. Und jetzt, fast oder bald 20 Jahre danach, ist es noch nicht ganz 20 Jahre, aber bis es losgeht in 20 Jahre danach, vielleicht mit so einem Konvent, glaube ich, ist es richtig, so etwas mal auf die Agenda zu nehmen, damit wir in der Tat 20 Jahre nach dem Scheitern des Verfassungsvertrages einen neuen Anlauf nehmen können. Gut.
Gut, vielen Dank. Wir sind jetzt einmal durch. Ich denke, Herr Gverdi, Sie müssen gleich los, richtig? Ja, dann würde ich vielleicht an Sie noch eine Ausstiegsfrage quasi stellen. Ja, dann her. Simon, gibt es da eine vom Publikum oder sonst hätte ich ja auch eine. Grundsätzlich nur, es haben uns auch ein paar kritische Stimmen erreicht, die sich im Kontext des europäischen Asylsystems kritisch geäußert haben. Und da ist die Frage, ob nicht grundsätzlich die Asylpolitik neu gestaltet werden sollte, ob Frontex nicht noch stärker zum Einsatz kommen sollte und ob das Geld, das dafür aufgewendet wird, nicht in den Herkunftsländern besser eingesetzt werden soll. Also einen kurzen Abriss Ihrer Vorstellung zum europäischen Asylsystem. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fragen es waren. Ich glaube, es waren 3 oder 4. Dann lautet die ersten 3 waren ja, ja, ja und das letzte Nein. Weil das letzte Nein mit Frontex und Herkunftsländer ist ja alternativ gestellt worden. Entweder das eine oder das andere. Ich glaube, den Luxus können wir uns nicht erlauben. Wir müssen, glaube ich, alles gleichzeitig tun. Also das ist auch eine Binsenweisheit. Jetzt bin ich noch woanders zuerst. Ich habe jetzt hier eine brutale Rückkopplung. Bei mir. Wir treten ja, das wissen Sie, wir wollen das derzeitige Asylsystem reformieren. Ich frage mich ehrlich gesagt in diesem Bundestagswahlkampf, wer das nicht reformieren will. Und wir brauchen eine verlässliche europäische Lösung. So, und wir scheitern jetzt seit 2015 damit, verlässliche Absprachen unter den Mitgliedstaaten zu haben, was diese Lösung angeht. Es entscheidet sich weniger bei der Bundestagswahl, ob uns das gelingt, sondern bei der Bundestagswahl wird uns eher steht die Frage im Raum, welche Regierung wir haben werden, die das dann mit anderen Mitgliedstaaten ausverhandeln wird. So, und da können Sie sich vorstellen, dass ich mit meinem Bundeskanzlerkandidaten Olaf Scholz durch das Vertrauen, das ich in seine Verhandlungskompetenz in schwierigen Fragen habe, durchaus größere Erfolgschancen als in anderen Konstellationen. Es betrifft einfach wirklich in Grundüberzeugung, da sind wir da gegenteiliger Meinung innerhalb der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten. Das wird ein politisches Meisterwerk. Das reicht nicht, dass wir das in Wahlprogrammen bei einer Bundestagswahl aufschreiben, uns das wünschen und dann eine Regierung haben. Das wird noch eine haarige Angelegenheit. Ich hoffe sehr, dass wir da zu Lösungen kommen vor einer echten, nochmal sehr größeren Krise. Denn was ich gelernt habe in 2015, 2016, ist nicht nur, dass man einen größeren Handlungs- und Problemlösungsdruck hat, wenn sich die Dinge dann spontan ergeben, sondern auch, dass uns da Leute von der Stange gehen, was den Glauben an die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft angeht und an die Institutionen unserer Gesellschaft. So, und an dem Punkt will ich nicht nochmal kommen. Die AfD wären wir jetzt los, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht hätten vor 2015. Was die Asylfrage angeht. Da steht eine Menge auf dem Spiel, nicht nur, wie wir mit Menschen, mit Geflüchteten umgehen, sondern da steht auch auf dem Spiel, wie wir selber uns selber als Gesellschaft und als Staat organisieren und selbst verstehen. Insofern müssen wir da Fortschritte machen, aber das ist eine super haarige Angelegenheit. Einer meiner Gründe, warum ich Olaf Scholz unterstütze, ist, weil ich ihm das eher zutraue als anderen. Aber ich bin mir sicher, in dieser Runde gibt es da noch vielleicht Nebenmeinungen dazu. Nein, ernsthaft, also ich glaube, dass das eine der großen Herausforderungen für die deutsche Exekutive der nächsten 4 Jahre wird, wenn wir nicht den naiven Fehler und den naiven Versuch unternehmen, diese Herausforderung einfach zu schieben, weil die Zahlen vielleicht so niedrig sind von Geflüchteten, die nach Europa kommen, dass der Handlungsdruck nicht groß genug wäre, wovon ich dringend abrate, das einfach nur aussitzen zu wollen. So, das ist in Kürze. Wir müssen für europäische Flüchtlingspolitik müssen wir nochmal eine separate Sitzung machen. Ich muss jetzt leider in die Fraktionssitzung. Das war, als ich diese Veranstaltung die Zusage gegeben habe, noch nicht klar, dass die um 13 Uhr beginnt. Ich bin also schon zu spät. Aber danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass Sie für uns zu spät kommen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag. Ja, schöne Grüße aus Berlin. Tschüss. Gut, wir bleiben beim Thema Außenpolitik, denn nicht zuletzt vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Belarus fordert die EF Deutschland ein engagiertes Auftreten der Europäischen Union gegenüber undemokratischen Regimen. Dazu fordern wir eine gemeinsame und kohärente europäische Außenpolitik jenseits des Konsensprinzips. An seiner Stelle soll ein Mehrheitsprinzip treten.
Das haben Sie auch eben alle schon ein bisschen angesprochen und ich wette, Sie haben da alle viel zu sagen. Genau, aber an der Stelle soll unserer Meinung nach ein Mehrheitsprinzip treten, um Verfahren zu beschleunigen und der hohen Repräsentantin für Außen- und Sicherheitspolitik mehr politisches Gewicht zu verleihen. Wie wollen Sie die EU handlungsfähiger machen, Herr Amthor? Also zu dem Themenfeld Außenpolitik, glaube ich, sind wir uns parteiübergreifend im Programm einig, dass wir die ebenfalls schon von Michael Link vorhin angesprochenen Passerelle-Klauseln nutzen wollen, also sozusagen vermehrt von der Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidungen kommen wollen. Das halte ich für vernünftig. Wir haben uns ja auch vertieft damit auch in der Anhörung im Europaausschuss mal beschäftigt, sehr nachlesenswert. Und ich glaube, das betrifft vor allem die Frage der Außenpolitik auch, denn wir können nur dann starke, wahrnehmbare Stimme sein, wenn wir geschlossen agieren. Und da kann es helfen und beschleunigen, sozusagen einseitige Veto-Positionen zu überwinden durch die Nutzung von Passerelle-Klauseln. Aber ich will immer nur auch etwas Wasser in den Wein schütten, weil natürlich auch die Mehrheitsentscheidungen nicht bedeuten, dass diese Mehrheitsentscheidungen dann auch alle ohne Frage immer akzeptiert werden. Wir haben das gesehen, das mahnende Beispiel dafür ist uns ja dann doch das Überstimmen osteuropäischer Staaten, zum Beispiel bei der Verteilung von Migranten, wo wir sehr deutlich dann gesehen haben, dass man damit zwar eine Rechtswirkung herstellt, das aber nicht zugleich sozusagen dazu führt, dass das dann als Gemeinschaftsentscheidung auch akzeptiert wird. Da könnte man jetzt lange Ausführungen sozusagen über das entsprechende Demokratieverständnis machen, aber es zeigt auch, nur sozusagen durch ein Anpassen von Formalien, und ich will das gar nicht kleinreden, aber durch ein Anpassen formaler Fragen kann man inhaltlichen Dissens nicht immer ohne weiteres überwinden. Und deswegen müssen wir, glaube ich, an beidem arbeiten. Einerseits diese Passerelle-Klausel nutzen, formelles Anpassen, aber andererseits auch den Common Ground wieder etwas mehr bereiten. Das ist, glaube ich, in dem Handlungsfeld das Entscheidende, weil wer glaubt, dass nur durch Mehrheitsentscheidungen alles besser würde, und dass das zu einer vertieften EU-Integration führt, das ist vielleicht etwas kurz gesprungen. Ich glaube, das muss man in beiden Ebenen sehen. Aber sonst zu der Frage grundsätzlich ja, gern eine Hinwendung auch wieder mehr zum Mehrheits- und nicht zum Einstimmigkeitsprinzip. Super, vielen Dank. Frau Brandner muss leider uns auch gleich verlassen. Ich glaube, es gibt noch eine Frage über Menti, Simon. Ja, und das passt eigentlich auch ganz gut, weil es eigentlich eine sehr, sehr schöne Abschlussfrage für Sie zumindest ist, Frau Brandner. Und zwar wurde die Frage gestellt über Menti, dass man ja immer viel von nationaler und europäischer Identität spricht und ob Sie sich denn als Deutsche oder Europäerin identifizieren. Und ich würde noch hinzufügen, inwiefern diese Identität dann auch Ihre politischen Ansichten und Handlungen beeinflusst. Also in erster Linie definiere ich mich immer als Partnerin und dann als Deutsche und Europäerin. Ich finde, man muss sich da überhaupt nicht entscheiden, sondern für mich passen diese Identitäten wunderbar zusammen. Und genau, von daher, ich glaube, dass wir hoffentlich über diese Frage entweder oder hinweg sind und dass ich kann zumindest wunderbar gemeinsam leben und bin immer froh, wenn wir es schaffen, gemeinsam auch als Europäer handlungsfähig zu sein und voranzukommen. Vielleicht ganz kurz zu dieser außenpolitischen Frage, weil es mir wichtig ist. Der Übergang qualifizierte Mehrheit ist wichtig, aber nicht das Einzige, da stimme ich Philipp Amthor zu, sondern man muss auch solidarisch sein, wenn es selber auf einen ankommt. Ja, also man kann eben in der Migrationspolitik nicht sagen, jetzt liebe Osteuropäer, macht bitte mit. Und wenn die Osteuropäer von uns fordern, bitte hört auf mit Nord Stream 2, ihnen dann zu sagen, sorry, das hat aber mit euch nichts zu tun. Ja, also in der Europäischen Union ist Solidarität und gemeinsames Handeln immer ja, ein Geben und Nehmen und keine Einbahnstraße. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wenn wir zu mehr Zusammenhalt kommen wollen, und das müssen wir, um in dieser Welt zu bestehen, dann muss man eben auch ab und zu mal seine Interessen europäisch definieren und die Dinge komplexer und zusammenhängender sehen und nicht nur das einzelne Wirtschaftsinteresse von Gerhard Schröder nach vorne stellen. Ja, ich sage es mal knallhart. Aber ich glaube, dieses Zusammendenken, auch selber bereit sein, da
europäisch zu handeln, die europäischen Partner ernst zu nehmen, wenn die Skandinavier, die Osteuropäer, die Balken alle uns sagen, bitte, lasst es. Ja, wir haben schlechte Erfahrungen geschichtlich gemacht, wenn die Achse Berlin-Moskau über unsere Köpfe hinweg gearbeitet hat. Dass wir das nicht ernst nehmen, das ist, glaube ich, wirklich fahrlässig, hat auch Rückwirkungen auf eben andere Bereiche wie die Migrationspolitik. Und ich glaube auch, dass wir nach außen nur so stark sein können, wie wir nach innen sind, mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit. Ich war letzte Woche in Slowenien. Slowenien übernimmt die Ratspräsidentschaft im Juli. Ich finde es sehr beunruhigend, was dort passiert. Also der Premierminister Janša, wirklich wie der auch persönlich die Justiz attackiert, einzelne Journalistinnen sich raussucht, sie angreift, diffamiert, wie er die Gelder zurückhält für die Nachrichtenagentur, wie er jetzt durch ein unabhängiges und rechtlich komplett korrektes Verfahren vorgeschlagene Staatsanwälte für die Europäische Staatsanwaltschaft blockiert. Das ist Amtsmissbrauch. Ja? Das hat mit Rechtsstaatlichkeit relativ wenig noch zu tun. Und ich hoffe mir sehr, dass wir da im nächsten halben Jahr stark drauf gucken. Das ist noch nicht Ungarn, das ist noch nicht andere Länder. Aber wenn wir es jetzt nicht rechtzeitig stoppen, wer weiß, wo wir in ein paar Jahren sind. Und da, Philipp, würde ich auch sagen, na, SDS, die Partei von Janša, ist in der EPP. Da hoffe ich, dass ihr klar, ja, nicht einen Kopf schütteln, ist so. Dass ihr da auch klare Worte findet. Die Sozialdemokraten in Rumänien werden dann wieder nicht so gern genannt. Aber wenn ich in Rumänien gewesen wäre, nächste EU-Ratspräsidentschaft hätten und Meti noch hier wäre, hätte ich ihn genauso darauf angesprochen. Und wenn es uns mal treffen würde, würde ich mir wünschen, dass du mich genauso darauf ansprichst und kritisierst. Aber in Slowenien ist es die SDS. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, weil wenn wir das nicht hinbekommen innerhalb der EU, dann werden wir auch nach außen nicht stark sein können. Tut mir leid, dass ich jetzt gehen muss, aber danke für die Einladung. Ja, danke auch an Sie, dass Sie da waren. Wir wünschen Ihnen auch noch einen schönen Tag und genau, wir hören uns oder sehen uns bestimmt auch noch mal irgendwie wieder. Herr Amthor, Sie haben sich auch entmutet, Sie müssen auch los, richtig? Ja, so ist es. Also 14 Uhr muss ich leider auch auf die Zielgerade in die nächste schalte, aber es war mir auch wichtig, genauso wie den anderen beiden Kolleginnen auch, das sehen Sie als Wertschätzung auch. Ich finde, es ist ein schönes Format, ist auch, finde ich, im Sound, in der Tiefe sehr, sehr angepasst, wie mir das auch gefällt. Ich finde, ihr macht eine tolle Arbeit und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das auch mit so einem guten Dialog unterstützen, wenn es auch in der letzten Sitzungswoche besonders anspruchsvoll ist. Aber dass wir den Termin trotzdem alle machen, zeigt, dass wir große Freunde auch der Europa-Union sind. Danke für das Lob. Ich hoffe, Sie meinen damit auch noch die JEF. JEF natürlich auch. Völlig klar. Genau, wir würden noch eine letzte Frage dann an Herrn Link stellen. Also ich verabschiede mich auch. Ja, danke schön. Verabschieden. Auf Wiedersehen, ja. Gut, Herr Link. Die letzten Worte von Ihnen. Wir hatten jetzt als dritten Themenblock noch uns die Klima- und Umweltpolitik rausgesucht. Da würde ich eine Frage an Sie stellen. Zum European Green Deal. Damit hat die Europäische Kommission Ende 2019 ein ambitioniertes Programm in Richtung Klimaneutralität bis 2050 vorgestellt. Das Europäische Parlament hat im Rahmen des Europäischen Klimagesetzes eine Reduktion der Emissionen um 60% bis 2030 beschlossen. Welche konkreten Maßnahmen hat die mit Rückblick auf die Ratspräsidentschaft angestoßen, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, gut, der Rückblick jetzt, was die Bundesregierung angestoßen hat oder die Kommission, das ist jetzt, dafür kann ich schlecht sprechen. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich dieses Ziel der Klimaneutralität bis 2050, dass wir das natürlich erreichen müssen, völlig klar. Und wir werden im Bundestagswahlkampf ganz intensiv natürlich darum streiten, was die besten Wege sind, das zu erreichen. Und was die besten technischen, ökonomischen, gesetzgeberischen, gesellschaftlichen, politischen Wege sind, das zu erreichen. Da werden wir natürlich ganz massiv werben für ganz feste, verbindlich vorgegebene CO2-Ziele, Emissionsziele, anders als feste Steuern, die letzten Endes ja zunächst einmal nur verteuern und in der Lenkungswirkung aus unserer Sicht umstritten sind. Darüber streiten wir, insbesondere natürlich mit den Grünen, die da eine höhere Lenkungswirkung sehen. Wir sehen das nicht, diese höhere Lenkungswirkung. Wir sehen eine stärkere Lenkung, wenn man verbindliche Ziele vorgibt und über den europäischen Emissionshandel
der dort, wo er heute bereits eingeführt ist, auch gut funktioniert, dass wir den ausweiten. Das, glaube ich, ist der Punkt, der wichtigste wäre. Dazu gehören dann auch Instrumente wie die Border Adjustment Tax. Hat Franziska übrigens durchaus recht. Das könnte auch eine gute Finanzquelle sein für die EU. Absolut, da haben wir in dem Bereich gar nichts dagegen. Im Gegenteil, so ein Border Adjustment Tax gehört dazu, damit das Set insgesamt ja auch stimmt. Aber auch hier beim Klimaschutz ist der Streit um den besten Weg zum Ziel, glaube ich, etwas, was man sehr viel stärker in den Blick nehmen muss und gar nicht so sehr das Ziel selbst, wo wir übereinstimmen, wo natürlich dann andere wie die Partei der AfD, die ja bei der Europa-Union aus guten Gründen nicht dabei sind, dann eher als Klimawandelleugner auftreten, da ist natürlich dann eine völlig andere Sichtweise da. Aber das ist, wie gesagt, auch einer der Gründe, weshalb Sie ja hier bei uns in der Runde der Europafreunde auch nicht dabei sind. Und übrigens, es gibt einen ganz spannenden Punkt, einen Verbindungspunkt zwischen dem, was wir gerade diskutiert haben, Nord Stream, hat sie völlig recht, Franziska, und diesem Punkt. Wir sollten unsere Zusammenarbeit mit Russland, die ja wichtig ist, wir sollten sie erstens natürlich immer europäisch gemeinsam machen, ganz wichtig. Es war ein großer Fehler, Nord Stream 2 über die Köpfe der Balten, Skandinavier und Polen hinweg zu machen. Das war der europapolitische Fehler, aber es gibt auch einen energiepolitischen Fehler dabei. Wir sollten mit Russland sehr viel mehr im Bereich Zusammenarbeit im Klimaschutz, also Entfossilisierung, Dekarbonisierung zusammenarbeiten. Das wäre wesentlich wichtiger. Wir würden nämlich quasi als Nebeneffekt zum Klimaschutz Putin auch einen seiner zentralen Elemente sozusagen seiner Steuerung dadurch auch erschweren. Denn durch den Rohstoffsektor, durch den fossilen Rohstoffsektor beherrscht er natürlich in ganz entscheidender Weise Gesellschaft, Haushalt, Budget, den russischen Staat. Und deshalb sollten wir Russland möglichst wenig fossile Rohstoffe abkaufen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir könnten mit Russland stattdessen in anderen Bereichen, Stichwort Solar, Wind, Wasserstoff, sehr viel besser zusammenarbeiten. Das müsste unser Punkt sein. Nicht Dinosaurier bauen in Form von Pipelines, sondern in moderne Industrien und Energien investieren, die nicht fossil sind. Super, dann würde ich das jetzt als Ausstiegsfrage quasi werten. Sie sind jetzt nur noch alleine hier. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielen Dank auch nochmal an unsere ReferentInnen im Allgemeinen und an die Europa-Union für die Organisation. Ich finde, das war eine ganz gute und freundliche Diskussion, eine sehr proeuropäische Diskussion. Und genau, vielen, vielen Dank auch an die ganzen Fragen, die uns irgendwie aus der ganzen Republik erreicht haben. Und die rege Teilnahme hier sind dann irgendwie doch ja an die 40 Personen, glaube ich, gewesen. Genau, wenn ihr mehr über die JEF erfahren möchtet, dann schaut auf unserer Homepage vorbei. Bei Instagram, Facebook, Twitter, sogar LinkedIn haben wir. Also genau, da könnt ihr überall auf dem Laufenden bleiben. Und insofern würde ich die Aufzeichnung jetzt damit beenden.